Es ist zwar kein typischer Disco-Techno-Schrank oder so, aber geschillter Bass immer irgendwie so. Die Hochzeit ist ja immer von Techno Freitag, Samstag, auch im Radio, nicht nur in der Disco. Wie zum Beispiel Hits Samstag immer ab 0 Uhr mit Anastasia, Techno oder auf meinem lokalen Radiosender ja alle 2 Wochen Freitag immer ab 22 Uhr. Der nur heißt auch Scheuern, richtig? Scheuern. Da habe ich zu meiner Nachschulzeit noch kräftig schon immer geschranzt zu. Wo wir noch richtig auf Tape beste Scheuermusik und Techno hatten, den auf Tape alles und so. Da war auch noch, zu meiner Zeit war auch noch Kassettenrekorder noch. Sehr weit verbreitet noch. Discman mochte gar keiner so richtig so, weil der so groß war, glaube ich. Und Tape war einfach der heiße Scheiß immer. Weiß einfach, das war Tape so wie Schallplatte für DJs. Tape ist für Konsumenten so, wie für DJs Schallplatten. Das ist das Beste. War immer so gewesen. Und jetzt hat sich das ja auch geändert zu digital. Was ja auch Vorteile hat, dass man zum Beispiel nicht viele Schallplatten braucht. Man hat alles auf dem USB-Stick schön immer. Aber es ist vielleicht zu einfach geworden dadurch. Und die Musik hat auch dann dadurch auch vielleicht etwas gelitten. Qualität der Musik. Doch komisch, wie sich Hardcore auf einmal jetzt so durchsetzen konnte. Seit Corona hat irgendeiner dann auf Twitch angefangen, Hardcore zu spielen und dann haben alle Hardcore gemocht und alle Hardcore gespielt. Ja, HBZ zum Beispiel, die machen ein Hardcore. Ich weiß nicht, gibt's auch sowas wie Euphorik Hardcore? HBZ macht meiner Meinung nach sowas, Euphorik Hardcore. Naja, auf jeden Fall HBZ und ja, die sind die anderen hier. Die auch von Bud Spencer das eine Lied so auf Hardcore gemacht haben und von Das Leben des James Ryan oder wie es heißt. Also auf Hardcore ein bisschen umgestellt. Weiß nicht, wie die heißen. Die heißen nicht HBZ, die heißen. Ach, meine, ne? Warte mal, ich muss mal. Tausend Sachen. Nein. Dieses Handy ist so. So was bestimmt. Okay, warte mal. Was gebe ich? Leben des James Ryan Hardstyle, das ist von High Levels. Die machen auch noch ganz gut. High Levels, HBZ. Das werde ich mir mal kurz einverleiben. Schwanzus longus.
Schwanzus longus. Das schäbelt, Alter. Da geht mir die Kopfhaut hoch, Junge. Da hebt sich meine Schädeldecke ab, Junge. So vibriert das hier. Nee, Quatsch. Party! Geil, das ist das Richtige heute. Yeah! Oh, mal hier in der Reihe. In die Reihe! Ich befehle. Könnt ihr mal nach High Level? Level HS. Erstmal auf Spotify. Und Alexa? Alexa? Spiel was von High Level HS. Also ich sag mal hier, diesen tiefen Bass, der lässt ja dann bei dem Sonos One ab so die, naja, so ab 40% Lautstärke nach, so ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr noch. Aber den hohen Bass, das kann er, da bleibt er nackig. Ja. Das schäbelt, Alter, das schäbelt dir, geil. Genau das brauche ich. Genau das. Oh, Alter, ey. Ich finde diese alten Lieder von aus meinen Zeiten, aus den 90er, so hier Blue von 565. Das kann man ruhig mal ein bisschen auffrischen wieder mit Hardcore oder so, weil langsam ist das alles so abgelutscht, 90er und so, das könnte man alles so mit Hardcore ein bisschen auffrischen. Da wäre ich echt dafür, in dem Fall dann auch. Aber hier High Level macht das ganz gut. Aber hier ABZ hat auch viele ja schon. What is Love zum Beispiel. Hier Hardcore. Aber ich glaube, die haben sich ein Denkmal gesetzt, ein bisschen High Level und ABZ. In der Hardcore-Zeit jetzt so haben die sich besonders hervorgehoben. Ah, die schäbeln ganz schön, der Sonos One. Jetzt will ich es gar nicht so doll haben, aber der ist jetzt
Auch ganz schön knackig noch bei 40. Aber ganz schön laut für 40. Und warte, warte. Ja, das ist echt geil. Ich glaub, jetzt finde ich gerade alles geil. Wenn man so gute Laune hat, dass man alles geil findet, wie als wenn man Speed gezogen hätte oder Koks genommen hätte, da findest du ja auch dann alles geil. Nicht so, dass ich schon mal Koks genommen hätte oder so, aber Speed schon, ja. Habe ich sogar vor der Polizei mal gesagt, wo sie mich gefragt haben. Wann haben sie das letzte Mal chemische Substanzen genommen, haben sie mich letztens gefragt. Boah. Was habe ich gesagt, vor 20 Jahren oder so. Wo ich 20 war, aber stimmt gar nicht. Ich glaube mit 25 oder so. Letzte Mal. Und dann haben sie mich auch gefragt, weil ich letztes Mal Kontakt mit der Polizei hatte. Da habe ich gesagt, da wo ich Führerschein verloren habe, mit dem Fahrrad, das stimmt auch nicht. Der hat mich vor kurzem jetzt auch erst den Roller schon mal angehalten. Aber ich war ein bisschen nervös, wenn Polizei ist. Warum, weiß ich nicht. Weil ich die so heftig mag und so. Ich bin so begeistert von der Polizei, dass ich dann immer so nervös bin. Weil das sind für mich Vorbilder, Polizei ist echt so, das ist so wie zu den Erzzeit hatte man Respekt vom Alter, überhaupt Respekt und so, und vor Staatsmännern sowieso noch mehr, aber andere Leute, die weißen nie eigentlich, die haben dann immer nur so getan, als wenn, ja, sau cool und so. Ey, fahr ich heute nochmal angeln? Ja, ich fahr heute nochmal angeln. Wir haben den 26.09. und ich fahr nochmal Nachtangeln nochmal. Wir haben auch echt nochmal heute Sommertemperaturen. Am 26. September, das ist schon was Besonderes. Und auch so noch 13, das ist heute nachts nochmal 13 Grad, so, genauso wie im Sommer. Im Sommer hatten wir auch durchschnittlich immer so 13, 15 Grad, da waren manchmal auch noch weniger. War selten richtig warm nachts. Einmal hatten wir eine, glaube ich, nur, als das Thermometer nicht unter 20 Grad gegangen die Nacht. Einmal auf jeden Fall. Wollte echt nochmal auf Aal, Nachtangeln nochmal heute. Morgen nochmal, Donnerstag nochmal und Freitag ist dann, glaube ich, vorbei, wirklich, dann endgültig. Eigentlich wollte ich schon vor 3 Wochen, Ende August war das, glaube ich, da dachte ich eigentlich, das letzte, aber Freitag auch nochmal, 23, 13 Grad nochmal. 23 Grad ist immer noch T-Shirt-Wetter und 13 Grad, ich könnte man sogar die ganze Nacht bleiben, aber ich bleibe dann bestimmt nur bis um 11, 12 oder so, bis es 15 Grad sind und dann wird es zu kalt. Heute 11 Grad nur, aber ja, es wird dann ab 17 Uhr schon merklich kälter, 18 Uhr sind es nur noch 21, 19 Uhr sind es nur noch 19, 20 Uhr sind es dann nur noch 18 Grad, 21 Uhr sind es 16, 22, 15, und da werde ich dann, denke ich mal, um 11, wenn es 14 Grad muss, um 1 sind es dann nur noch 13 Grad. Das ist dann schon echt kalt, also glaub so, 11 wird's dann echt kalt mit 14 Grad. Nein,
Wenn man sich dick anzieht, könnte man auch noch bei 14 Grad. Aber eins ist dann nur noch, geht dann nochmal ein Grad runter. Auf 13. 13 ist dann schon echt kalt. Morgen geht's bis 13 Grad nur runter. Donnerstag sogar bis 14 Grad. Freitag bis 13 Grad. Da könnte ich auch nochmal fahren. Aber dann ist es. Na gut, Motor soll nochmal 20 werden. Da könnte man auch. Aber da habe ich. Das muss dann echt nicht mehr sein. Außerdem steht hier Schauer. Und Freitag soll auch Schauer sein. Habe ich bei Schauer habe ich überhaupt keinen Bock. Aber jetzt, heute, morgen, Donnerstag. 24, 25, 26 Grad, das ist aber richtig warm nochmal. Nachts, 13, 14 Grad. Ja, bin da. Sehr sogar. Okay, ich komme voran. Ah, scheiß Hexen. Boah, ist das. Die Knarre kenne ich von irgendwo anders her auch noch. Ich glaube, Unreal Tournament. Ich weiß es nicht genau. Aber irre mich vielleicht auch. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Oh, sieht noch gut aus mit Energie noch. Lass es. Boah, die ist geil, die Knarre hier. Das ist schwerster Stahl und dann als Pumpgun, Doppelpumpgun. Oh, das ist mir zu doll schon. Alexa, leiser. Alexa, leiser. Oh nein, ständig verliert. Der Sonus.
Ah, wieso denn? Schade. Ella? Alexa? 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 Spiel bitte Madonna mit American Pie. Absolut, ja. Wieso? Sherry to the Larry, but the Larry was dry. And good old boys drinking whiskey and wine. Singing, listen to the day when I die. Listen to the day when I die. Ah. The music I'm singing, bye bye, Miss American Pie. Oh, we share it, the Larry was fine. And good old boys drinking whiskey and wine, singing this until the day when I die. To the day when I die.
Die Hexen. Wenn Alter. Meine Fresse, ich will doch bloß das Netzwerk ändern und hier nicht schon wieder ein Hexenwerk machen. Boah, es gibt so viele scheiß schlechte Apps der Welt. Wie seht ihr das? Lieber auf Neuerungen und nennen wir es mal Verbesserungen verzichten und dafür keine Probleme oder Probleme in Kauf nehmen und etwas Neues. Mein Gott, diese Scheiß-App. Oh ne, Alter, ey. Nee, dafür habe ich jetzt echt keinen. So eine Scheiße, Alter. Ich will nur das Netzwerk lernen. Da, hier mache ich das. Entschuldigung, meine Schuld, meine Schuld. Aber kann ich es auch nicht ändern. Ey, wie kann man nur als Unternehmen, als Firma, seriöse Firma, so ein Blödsinn ausbringen? Wenn was nicht, ist doch. Er wird mir richtig schlecht, Alter. Was bedeutet das Audiokomprimierung? Wozu ist das gut? Ich verstehe ja, wenn ein Netzwerk mal nicht da ist, dass man dann zum anderen rübergeht. Aber warum kann ich nicht einfach in der App ein anderes Netzwerk auswählen? Ja, sowas muss man doch als grundlegende Funktion in einer App, in einer seriösen Firma. Beherrschen sowas.
Guckt er sich schon selber. Ah ne, jetzt hat er es. Nee, warte mal. Nein. Nein, das hat. Was? Da, eigentlich bei. Es gibt bei Bose Probleme mit den Apps. Das ist aber kein.
Alexa? 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 One.
Alexa? Give me a range. Mein Gott, ey. Das ist ja, soll man sagen, Scheiße gemacht. Das Gerät hat keinen Ein- und Ausschalter. Was labern die Leute denn immer so scheiße viel, Alter? Also, die App. Totaler Müll, Alter. Totaler Müll. Die schlechteste App, die ich mein Leben gesehen habe. Und so ist wann. Macht bitte eine andere App oder so, wenn ihr mich hören könnt. Perfect Skin. Och, such bitte kein System mit. Such bitte kein System. Es läuft doch gerade schon. Einmal fragt er mich nach NFC. Dann sagt er, ich soll den Knopf drücken. Dann findet er es mal. Und dann mal wieder nicht. Man kann das Netzwerk nicht ändern in der App. Man muss es erst entfernen irgendwie. Und dann findet er das Gerät nicht. Weil man auf den Gerät eine Taste drücken muss. Aber die Taste, da kommt kein Signal, wie es heißt in der App. Es leuchtet zwar bernsteinfarben, aber es kommt nicht dieses Signal, dieses, was kommen soll, wie das steht auf der App. Dann bin ich irritiert. Dann drücke ich dann nochmal. Dann leuchtet ein rotes Licht. Einmal hat ein weißes Licht wieder geleuchtet. Jetzt soll ich meinen Router vom Netz. Mein Router soll ich jetzt vom Netz trennen. Weil angeblich keine Verbindung da ist. Ich habe nämlich gerade vorhin falsch das Passwort eingegeben. Falsch. Ah. Alexa, leiser. Diese App ekelt mich an, Alter. Bin überfordert. Mag ja sein, dass die App, wenn man drinne ist, sehr schön gemacht ist. Viele Funktionen und so. Aber die Bedienbarkeit ist einfach nur scheiße. Nutzerfreundlichkeit. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das Problem ist, wenn du einmal mit den Sonos waren im Netzwerk drin bist, bleib da drin. Nimm kein. Ich habe nämlich das Problem hier, dass ich hier ständig wechsle immer.
Mein Netzwerk sollte man eigentlich nicht machen. Auch nämlich noch ein WLAN Module 2 mit WLAN, dass ich hier ständig ein und dasselbe immer Netzwerk habe. Wäre ein Riesenvorteil. Aber man muss mit dem Handy dann auch immer im gleichen Netzwerk sein wie der Sonos One, sonst geht's nicht. Wobei das ja auch wieder so nicht ganz eindeutig ist. Ich bin ja im gleichen, sagen wir mal, WLAN zumindest, bloß halt mit dem über einen Hotspot vom PC einmal direkt zum Router. Okay, ich muss das abbrechen hier. Das Serious Sam ist auch echt, echt reizend. Das Spiel, das tut reizflutend. Das musst du echt spielen, wenn du Ruhe hast. Ich spiele, wenn ich Ruhe habe, sonst mein Kopf platzt. Rettet ihr mich? Simulation?